Herr Richter, Sie sind der Klagevertreter der NPD hier vor dem Verfassungsgericht in Potsdam, des Landes Brandenburg. Warum klagt die NPD gegen das Paritätgesetz? Die NPD klagt gegen dieses Gesetz, weil es grob verfassungswidrig ist. Es verletzt eine ganze Reihe von Rechten der Parteien, insbesondere die Programmfreiheit, die Organisationsfreiheit und auch die Chancengleichheit. Darüber hinaus tangiert das Gesetz und verletzt auch letzten Endes die Wahlrechtsgrundsätze der Allgemeinheit, der Freiheit und der Gleichheit der Wahl. Und das Problem an diesem Gesetz ist schlicht und ergreifend, dass es auf völlig falschen Prämissen beruht. Der Landtag behauptet, es gebe im Land Brandenburg und in Deutschland allgemein eine strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen bei der Kandidatenaufstellung zu öffentlichen Wahlen. Und dieser These tritt die NPD, trete ich, diametral entgegen. Es gibt in Deutschland keine Benachteiligung von Frauen. In Deutschland sind Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter bereits verwirklicht. Und es gibt weder im Land Brandenburg noch in Deutschland irgendeine Frau, die davon abgehalten wird, wenn sie es denn möchte, für ein öffentliches Amt oder eben für das Parlament zu kandidieren. Das kann jede Frau tun, da wird niemand genötigt, da wird niemand davon abgehalten, es wird niemandem verboten. Deswegen ist diese Prämisse, die der Gesetzgeber hier zugrunde gelegt hat, schlicht falsch und das werden wir in der Verhandlung nachweisen. Da sind wir sehr gespannt, wie die Verhandlung laufen wird. Heute wird es ja wahrscheinlich noch nicht zu einer Urteilsverkündung kommen, sondern erstmal zu einem Austausch der Argumente. Inwieweit ist denn die Chancengleichheit der Parteien verletzt durch dieses Gesetz? Das kann man gerade am Beispiel der NPD sehr anschaulich darstellen, denn die NPD hat einen sehr geringen Frauenanteil. Das liegt nicht etwa darin, dass in die NPD keine Frauen eintreten dürften oder dass die NPD Frauen diskriminiert oder Frauen den Zutritt verwehrt. Es liegt einfach daran, dass in der NPD einfach mehr Männer als Frauen sind. Scheinbar ist die NPD für Frauen nicht so attraktiv, vielleicht ist sie für Männer attraktiver, warum auch immer, mag sein. Die Gründe erschließen sich nicht unbedingt, aber es hat jedenfalls nichts mit Diskriminierung zu tun. Und wenn man einen so geringen Frauenanteil hat wie die NPD, ist es extrem schwierig, eine Wahlliste aufzustellen, eine Landesliste nach den neuen Vorgaben. Denn Sie brauchen ja, wenn Sie jetzt beispielsweise als Spitzenkandidaten einen Mann aufstellen, direkt auf Platz 2 eine Frau. Die NPD hat generell schon öfter Probleme, Kandidaten aufzustellen, weil eben halt aufgrund der öffentlichen Stigmatisierung, der Drangsalierung, der ganzen Repression, der eben NPD-Mitglieder schon ausgesetzt sind und eben Kandidaten umso mehr, ist eben dann sowieso schon einen relativ kleinen Personenkreis gibt, der überhaupt kandidieren will. Und wenn man dann noch sagt, in diesem kleinen Personenkreis müssen auch noch immer 50% Frauen sein, die sowieso in der Partei schon mit nur um die 15% repräsentiert sind, dann wird es schlichtweg unmöglich, eine Liste mit mehreren Plätzen aufzustellen. Es kann Ihnen passieren, dass Sie am Schluss dann nur Platz 1, 2 und 3 aufstellen können und dann gegebenenfalls schon Feierabend ist. Und wenn Sie dann eben in den Landtag einzögen, haben Sie das Problem, dass Sie dann vielleicht 5 oder 6 Sitze rechnerisch bekämen, die aber faktisch nicht besetzen können, weil ihre Liste ja nur bis Platz 3 oder Platz 4 letztlich überhaupt aufstellbar war. Das heißt also, sie werden am Schluss benachteiligt, weil sie einen geringen Frauenanteil haben und können eben die Stimmen, die Prozente und die Sitze, die ihnen eigentlich zustehen, letzten Endes nicht nutzen. Das ist eine klare Benachteiligung von Parteien, die eben einen geringen Frauenanteil haben und dafür gibt es keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Vermutlich wird es ja sowieso auch für alle kleineren Parteien schwierig sein, es sei denn, es sind irgendwelche feministischen Parteien, die eben sehr hohen Frauenanteil haben, generell praktisch sehr schwierig sein, überhaupt eine Liste aufzustellen. Sind denn noch andere Wahlrechtsgrundsätze verletzt durch dieses Paritätgesetz? Ja, insbesondere der Grundsatz der Freiheit der Wahl, denn es ist schon, muss man wirklich sagen, ein starkes Stück, dass der Gesetzgeber sich neuerdings hier rausnimmt, den Parteien vorzuschreiben, wen sie auf die Listen zu stellen haben. Im Wahlrecht und speziell bei der Aufstellung der Wahllisten gilt der Grundsatz der Staatsfreiheit. Das heißt also, der Staat kann vielleicht die groben Rahmenbedingungen regeln, dass er sagt, diese Wahlaufstellungsversammlung muss demokratisch erfolgen, es darf nicht sein, dass da irgendein Vorstand verordnet, wer da jetzt Kandidat ist und so, das ist völlig klar. Es muss geheim gewählt werden können, also entsprechende Modalitäten des Wahlverfahrens, die können durchaus geregelt werden. Nur hier wird ja letztlich vorzensiert, wer in personeller Hinsicht überhaupt gewählt werden darf. Und es kann Ihnen passieren, dass wenn Sie da eben halt entsprechend gegen verstoßen, Ihnen nachher die Liste zurückgewiesen wird, beziehungsweise eben Personen einfach dann gestrichen werden und dann der Landeswahlleiter letztlich hingeht und dann am Schluss eine eigene Liste dann zusammenbastelt und sagt, ja, das ist alles nicht paritätisch, das heißt, der und der fliegt raus und dann rücken die und die nach und dann basteln wir da eine neue Liste draus. Also letzten Endes maßt sich der Staat hier an, den Parteien vorzuschreiben, wer auf die Liste darf. Und das ist ein klarer Verstoß gegen die Freiheit der Wahl.
Darüber hinaus haben sie auch das Problem, dass hier natürlich auch das passive Wahlrecht der Männer berührt wird, die eben auf Listenplätzen kandidieren möchten, die dann eben für Frauen vorgesehen sind. Das heißt, deren passives Wahlrecht wird auf den entsprechenden Listenplätzen eigentlich komplett abgeschafft. Die werden sozusagen ihrer Grundrechte beraubt. Und das tut man unter der Prämisse, Gleichberechtigung herstellen zu wollen. Also man kann den Grundsatz der Chancengleichheit der Geschlechter nicht klarer verfehlen, als dadurch, dass man jemanden wegen seines Geschlechts von einem Listenplatz ausschließt. Das ist völliger Unsinn, der hier praktiziert wird, und das werden wir halt in der Verhandlung entsprechend rausarbeiten. Die Argumentation der Gegenseite wird sicher sein, dass im Ergebnis die Gleichheit nicht hergestellt ist, aber kann das überhaupt Ziel einer Gesetzgebung sein, so eine Ergebnisgleichheit herzustellen? Das ist genau der entscheidende Punkt. Das Grundgesetz und die Verfassung von Brandenburg fordern keine Ergebnisgleichheit. Das Grundgesetz und die Verfassung von Brandenburg fordern Chancengleichheit. Das heißt, wenn eine Frau in eine politische Partei eintritt und bei der Landesversammlung, die die Liste aufstellt, eben halt sagt, so, ich möchte hier kandidieren, dann muss sie kandidieren können, sie muss sich in ihr Programm in angemessener Zeit vorstellen können und dann muss eben demokratisch abgestimmt werden, ob sie auf die Liste kommt, ja oder nein. So, und wenn sie dann nicht gewählt wird, weil die Versammlung meint, dass vielleicht der Kandidat X, der jetzt zufällig männlich ist, besser geeignet ist, dann ist das so. Das ist Demokratie. Da können auch mal Ergebnisse rauskommen, die dem Gesetzgeber vielleicht nicht so ganz in den Kram passen, die aber demokratisch legitimiert sind. Das Ziel, was man hier hat, die hundertprozentige Parität herzustellen, beruht auf der wiederum falschen Prämisse. Erstens sowieso, Frauen werden benachteiligt, das ist dummes Zeug, aber auf der weiteren falschen Prämisse, dass Demokratie nur dann gewährleistet ist, wenn beide Geschlechter zu 50% jeweils im Parlament vertreten sind. Weil man von der Fehlvorstellung ausgeht, dass Frauen nur Fraueninteressen und Männer nur Männerinteressen vertreten. Und dann, so argumentiert die Gegenseite, würde ein Männerüberhang zu einem Überhang dann von männlicher Interessenvertretung führen und eben Fraueninteressen unter die Räder kommen. Dass das falsch ist, zeigt ja gerade dieses Gesetz besonders anschaulich. Denn dieses Gesetz wurde von einem Landtag beschlossen, in dem ein Männerüberhang besteht. Es wird ja gerade gerügt, ja, wir haben ja nur 38% Frauen im Landtag. Ja, aber trotzdem ist dieses Gesetz beschlossen worden. Das heißt, auch in einem Landtag, in dem mehr Männer als Frauen vertreten sind, werden Fraueninteressen vertreten. Und da sehen wir, dass der Gegner hier ein völlig pervertiertes Demokratieverständnis hat. Das Grundgesetz und die Verfassung von Brandenburg gehen davon aus, dass jeder Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes ist. Er ist nicht Vertreter seines Geschlechts, er ist auch nicht Vertreter seiner sexuellen Orientierung, ist auch nicht Vertreter seines Kaninchenzüchtervereins oder irgendwas, er ist Vertreter des ganzen Volkes. Und da ist es völlig egal, wie viel Prozent Männer, Frauen, Schwule, Lesben, weiß der Kuckuck was, auf wie viele Vertreter von Rechtsanwälten oder Bäckern oder Lehrern im Parlament vertreten sind. Demokratie heißt nicht, jedes Grüppchen muss entsprechend seinem prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung im Parlament vertreten sein, sondern Demokratie heißt, das Volk wählt Kandidaten in demokratischer Wahl. Es wählt die Abgeordneten, die es für am geeignetsten hält, eben seine Positionen zu vertreten, eben dem Gemeinwohl verpflichtet zu sein, das im Parlament in Wahlen und Abstimmungen umzusetzen. Und das ist das Wesen der Demokratie und eben halt nicht irgendwelche Zahlenspiele mit Prozenten und Frauen und Männern. Das ist letzten Endes ein typisches Produkt, kann man sagen, marxistischen Denkens. Diese typische Dialektik, dass der Linke immer irgendwo Gegensätze konstruieren will, wo eigentlich gar keine sind. Früher hat man die Arbeiter gegen die Unternehmer aufgehetzt, dann hat man irgendwann mal Wessis gegen Ossis aufgehetzt und jetzt fängt man wieder an, Frauen gegen Männer aufzuhetzen. Das ist sind typisch linke Gedankenmuster, die aber eben halt mit der Realität nichts zu tun haben. Aus dieser linken und im Ursprung rot-grünen Ecke, es wird ja nicht nur in Brandenburg, sondern in verschiedenen anderen Bundesländern auch versucht, sowas zu installieren, kommt ja auch diese Gender-Ideologie. Jetzt fällt bei dem Gesetz auf, dass paritätisch die Wahllisten von Männern und Frauen besetzt werden sollen. Wo bleibt denn da eigentlich nach deren Logik das dritte Geschlecht, also die Diversen? Absolut richtig. Also dieses Gesetz entlarvt auch wieder mal die gesamte linke Ideologie als das, was sie ist, nämlich als völliger ideologischer Unsinn. Genau diejenigen, die uns sonst bei jeder Gelegenheit erzählen wollen, auch unter mit entsprechender Schützenhilfe von sogenannten Wissenschaftlern, dass es ja gar keine Geschlechter gibt, dass das alles nur soziale Konstrukte sind und im Prinzip jeder ja das ist, wie er sich fühlt und also gar keine Unterschiede eigentlich vorhanden sind. Genau aus der Ecke kommt jetzt plötzlich das Argument, ja, es gibt ja verschiedene Geschlechter und die müssen da irgendwie repräsentiert werden. Also da ist das schon mal sehr verwunderlich, dass man da einmal so argumentiert.
Dann kommt das Problem mit dem sogenannten dritten Geschlecht. Ich habe das bis heute nicht gesehen. Ich habe auch meine Zweifel, ob es das tatsächlich gibt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat es jetzt mal erfunden. Deswegen gehen wir davon aus, dass es dann entsprechend auch irgendwo rumlaufen muss. So, dieses dritte Geschlecht wird ja hier überhaupt nicht berücksichtigt. Also jedenfalls nicht paritätisch. Es ist zwar richtig, dass man sagt, derjenige, der sich jetzt weder dem einen noch dem anderen da irgendwie zugehörig fühlt oder vielleicht biologisch auch tatsächlich nicht zugeordnet werden kann, der kann kandidieren, wo er will. Also insofern wurde dieses dritte Geschlecht hier durchaus berücksichtigt. Nur, es ist völlig überprivilegiert. Denn derjenige, der divers, D, X, Y, Z, keine Ahnung ist, der kann überall kandidieren. Und der jetzt halt das Pech hat, als Frau oder Mann geboren worden zu sein, wie das ja normalerweise auch der Fall ist, der muss sich dann auf irgendeine komplette Schiene da festlegen lassen und kann dann nur auf geraden, auf ungeraden Listenplätzen kandidieren. Das heißt, hier ist dieses Gesetz in sich völlig inkonsistent, weil es eben halt dann wieder solche Ausnahmen schafft, die das gesamte Regelungskonzept konterkarieren. Das gleiche Problem, und da sind wir beim verfassungsrechtlichen Grundsatz der Folgerichtigkeit besteht darin, dass das Paritätsgesetz ja eben nur für die Landesliste gilt, nicht für die Direktkandidaten. Das heißt also, das, was man bei den Landeslisten in puncto Parität aufbaut, weil das ja angeblich ganz wichtig ist und verfassungsrechtlich geboten sei, weil die Demokratie ja nur durch 50-50 wirklich verwirklicht werden könne, das baut man hinten bei den Direktkandidaten gleich wieder ab und sagt, ja nee, da gilt es ja wiederum nicht. Und das verkauft man dann als milderes Mittel und sagt, ja da sehen Sie doch, das Gesetz ist ja gar nicht so schlimm, weil für die Direktkandidaten gilt es ja gar nicht. Ja, nur das ist kein milderes Mittel, sondern das zeigt, dass das Gesetz in sich völlig inkonsistent ist und letzten Endes nicht folgerichtig ist, weil es eben den Belang der Parität völlig unterschiedlich gewichtet und auf den Landeslisten muss das komplett verwirklicht werden, nur bei den Direktkandidaten ist völlig egal. Das heißt, das ist auch in sich widersprüchlich, das zeigt, dass man hier offensichtlich das Ganze wieder nicht richtig zu Ende gedacht hat und das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, gerade in Bereichen, wo sie eben sehr grundrechtsintensiv eingreifen in andere Rechte, da ist das Gebot der Folgerichtigkeit in besonderem Maße zu beachten und hier ist das Gegenteil geschehen, hier hat man das völlig außer Acht gelassen, hat gesagt, interessiert uns gar nicht, wir verkaufen das einfach als milderes Mittel unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten. Das Gericht wird es dann hoffentlich schon schlucken, aber das Gericht hier ist schlau genug, um diese Tricks dazu durchschauen. Ja, dann werden wir mal sehen, ob sich diese Hoffnung erfüllt, dass das Gericht die Verfassungswidrigkeit auch so erkennt und ihrer Argumentation folgt. Das Gesetz ist in sich nicht schlüssig, es ist unverhältnismäßig, es reagiert offenbar auch, so zumindest Ihrer Einschätzung, auf eine angebliche Benachteiligung, die es so in der Form nicht gibt. Vielleicht nur mal ganz kurzen Einschätzungen zum Schluss. Wenn man sich die Beteiligung von Frauen in Brandenburg an der Politik anschaut, gibt es da überhaupt ein wirkliches Repräsentationsdefizit? Also ich konnte keins feststellen. Wie gesagt, im Landtag ist man bei etwa 40%. Natürlich kann man immer sagen, alles was nicht 50-50 ist, ist dann automatisch ein Problem. Das halte ich für ein Gerücht. Das können Sie nicht generell. Selbst mit solchen Gesetzen haben Sie immer gewisse Unschärfen. Und ich glaube, ein Frauenanteil von 40% ist schon ziemlich viel. Da kann sich keiner beschweren. Auch was die Landesregierung in Brandenburg anbelangt, ich habe da auch mal durchgezählt. Also das war alles absolut in Ordnung. Da konnte man nie feststellen, dass da irgendein Geschlecht völlig unter die Räder kommt. Ich glaube, 6 von 11 Ministern oder so ist eine Frau, also in dem Fall sogar ziemlich paritätisch oder sogar überrepräsentiert. Ja, also auch wenn Sie sich das Verfassungsgericht hier anschauen, bei 9 Verfassungsrichtern haben Sie, wenn ich richtig nachgezählt habe, schon mal 4 Frauen. Ja. Also da kann man auch nicht sagen, dass da irgendjemand jetzt völlig ausgebotet wird. Das ist ja auch genau der Punkt. Wenn Sie sich dann wirklich mal die einzelnen Politikbereiche anschauen, ich meine, wir haben immerhin eine Bundeskanzlerin, die unvermeidliche Frau Merkel, habt ihr seit 2005 rum, und richtet unser Land zugrunde, da kann doch keiner erzählen, da werden Frauen unterrepräsentiert. Wenn Sie abends das Heute-Journal anschalten, da haben Sie fast nur Frauen als Moderatoren noch. Also egal, wo Sie hinschauen, auch bei den Grünen, ich meine, Sie haben da Claudia Roth, die da schon ewig am Rumtappen und Rumerzählen ist. Sie haben bei anderen Parteien, jetzt speziell bei der FDP, wo Sie ja auch eine Generalsekretärin jetzt hatten, wahrscheinlich wird man jetzt behaupten, die ist ja nur abgesägt worden, weil sie eine Frau ist, aber dummes Zeug. Also überall gibt es Frauen, wenn eine Frau sich entsprechend politisch engagieren will, kann sie das tun, niemand hält sie davon ab. Und deswegen ist mein Appell hier auch an das Verfassungsgericht, dass man hier Empirie statt Ideologie betreiben muss. Man muss endlich feststellen, diese ganze
Diskussion über Diskriminierung, Benachteiligung ist eine Scheindiskussion. Empirisch ist diese Diskriminierung nicht nachweisbar. Und deswegen muss man sich von diesem ideologischen Ballast, mit dem das Gericht hier von der Gegenseite zugemüllt wird, einfach befreien und muss sagen, ihre Grundprämisse ist schon falsch. Und deswegen kann das Gesetz keinen Bestand haben. Ja, hier neben mir nochmal Peter Richter mit einer ersten Einschätzung, um die ich ihn bitten möchte, sozusagen zur ersten Verhandlungsrunde. Ja, es war auf jeden Fall schon mal sehr erfreulich, dass das Gericht diese Regelung, die hier zur Prüfung steht, sehr genau auseinandergenommen und sehr genau seziert hat und auch dem Landtag da sehr viele kritische Fragen gestellt hat, wie das jetzt im Einzelnen genau auszulegen ist, wie diese Neubildung der Liste vonstatten zu gehen hat, falls einzelne Mandatsträger da gestrichen werden müssen, einzelne Bewerber. Da kam die Gegenseite schon sehr ins Schwimmen, weil nämlich diese Regelung, wie sich jetzt ja gezeigt hat, sehr unausgegoren ist, viele Problemfälle gar nicht wirklich erfassen kann. Und insofern hat das Gericht hier schon, denke ich, den Finger in die richtige Wunde gelegt. Also als ich das jetzt gehört habe als Beobachter in der Verhandlung, dachte ich mir erst, da würde man versuchen, dem Gesetzgeber irgendwie eine goldene Brücke zu bauen nach dem Motto, da gibt es eine Regelung im Gesetz, die es ermöglicht, im Zweifelsfall die Liste dann doch zuzulassen oder irgendwie nach Belieben so auszugestalten, dass es dann wieder passt sozusagen. Insofern ist der Eingriff, der rechtliche Eingriff in die Freiheit der Parteien, ihre Liste zu bilden, gar nicht so groß. Aber dann stellte sich doch heraus in dem Schlagabtausch zwischen dem Landesgesetzgeber und Ihnen als Vertreter der Organklage, dass Sie doch ganz schön dort ins Schwimmen geraten sind. Also es scheint überhaupt nicht klar zu sein, ob es die Partei selbst ist, die eine Liste, die nicht paritätisch ist, neu bilden müsste, oder ob dann der Landeswahlleiter darin rumfuhrwerkt, oder wie ist das zu verstehen? Es sind eigentlich zwei Fragen offen. Die erste Frage ist, wer überhaupt das Reißverschlussverfahren anwendet. Also die Grundidee ist ja die, dass die Landesversammlung der Partei zwei Listen aufstellt, eine Männerliste, eine Frauenliste. Und dann soll am Schluss daraus eben durch Reißverschlussprinzip eine einzelne Liste gebildet werden. Nur wer dieses Reißverschlussverfahren anwendet, ist in der Tat im Gesetz nicht klar geregelt. Es ist denkbar, dass das die Landesversammlung der Partei bereits macht und eben dann beim Landeswahlleiter die schon reißverschlusstechnisch bearbeitete Liste einreicht, oder dass die Partei die Einzellisten einreicht und dann vom Landeswahlausschuss hier eine reißverschlusstechnische Verknüpfung erfolgt. Also das ist quasi im Normalfall schon unklar, wie das genaue Prozedere ist. Aber im Problemfall, dass tatsächlich einzelne Mandatsträger da bzw. Kandidaten zu streichen sind, da ist erst recht das weitere Problem dann, müssen dann, wenn man jetzt sich auf den Standpunkt stellt, dass die Partei selber das Reißverschlussverfahren schon anwendet, müsste sie dann die Einzellisten trotzdem mit einreichen, weil ansonsten ja dann der Landeswahlausschuss die Neubildung gar nicht vornehmen könnte, weil er müsste ja dann wissen, wie die Einzellisten ausgesehen haben. Also das ist alles sehr viel unklar und also es zeigt sich hier wieder einmal mehr, dass diese ganze Regelung nicht nur verfassungsdogmatisch und demokratietheoretisch völlig verkorkst ist, sie ist auch handwerklich völlig verkorkst, weil wenn man genauer drüber nachdenkt, sehr viele Probleme entdeckt und sehr viele Fallgestaltungen, in denen es einfach keine richtige Erklärung im Gesetz gibt, wo einfach alles unklar ist und eben sich halt zeigt, dass hier letzten Endes halt vom Gesetzgeber gefuscht worden ist. Also könnte man meinen, diejenigen, die es gebastelt haben, das Gesetz, waren nach Quote bestimmt und nicht nach Eignung. Würde ich in der Tat so sehen. Ich meine, der Gesetzentwurf kam ja ursprünglich von den Grünen. Ich glaube, da braucht man ja nicht mehr viel zu sagen. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung für den weiteren Verlauf der Verhandlungen? So wie es begonnen hat, kann es so weitergehen? Aus meiner Sicht schon. Also ich bin immer ein großer Freund von Gerichten, die eben alles ganz genau nehmen, die jetzt nicht nur einfach so hier grobschlägig da drüber, mit dem Rasenmäher drüber gehen und sagen, ja, da halten wir es mal ein bisschen drüber, aber eigentlich steht ja alles schon fest, sondern hier wird wirklich sowohl bei der Zulässigkeit als auch bei der Begründetheit genau geprüft. Hier schaut man sich alles ganz genau an und das ist, denke ich, genau das, was eben ein Verfassungsgericht auch tun sollte. Herr Richter, am Ende eines anstrengenden Verhandlungstages kann man doch, glaube ich, wirklich sagen, wie ist Ihr Fazit, Ihr Eindruck von der Verhandlung? Also es waren auf jeden Fall produktive 8 Stunden, das muss man auch sagen. Also dass so lange verhandelt wird, das hat man normalerweise wirklich nur an Verfassungsgerichten. Die Sach- und Rechtslage ist umfassend erörtert worden. Die Richter haben sehr viele kritische Fragen gestellt in beide Richtungen. Deswegen ist aus meiner Sicht jetzt von meinem Eindruck, den ich heute gewonnen habe,
nicht klar abzusehen, wo die Tendenz der Richter hingeht oder wie sie sich schon vielleicht positioniert haben. Aber letzten Endes bin ich davon überzeugt, dass unsere Argumentation die bessere war, dass wir das Recht auf unserer Seite haben und deswegen im Ergebnis auch gewinnen werden.